So, meine lieben Freunde vom Film, vom Theater, vom guten Ton, nämlich Musikfans. Aber nicht nur Musikfans sind eingeladen oder Schauspieler sind eingeladen. Hier, jetzt der Monitor aus. Ich zeige jetzt mal nichts. Ihr seid dennoch total recht herzlich willkommen. Ich wollte euch hier oben mal eben kurz zeigen, wer alles schon da war. Das habe ich aber schon zigmal. Ach ja, Detlef Scholz hatte ich vergessen. Der war auch da. So, es waren viele da. Heute waren sehr viele Jugendliche da und für die wollte ich mal eben kurz diesen Videoclip hier machen. Meine lieben Freunde, die ihr heute da wart, ich bedanke mich erstmal total und recht herzlich, dass ihr mich voll gespoilert habt. Ihr dürft mich voll spoilern, sowas kenne ich nämlich nicht. Also, ich bin jetzt nicht im Kino gewesen, aber ich kenne mich schon mal aus mit Marvel. Ja, Marvel. Marvel gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, das Endgame, ja, wegen den, ihr wisst schon, ne? Ah, wer da verstorben ist, wer nicht übrig geblieben ist, die Zeitreise und das Ganze, was da so passiert. Ich spoiler jetzt nicht, weil ich in Kenntnis bin, was bei Marvel passiert ist. Ich fand das super toll heute, sich mit einigen Jugendlichen über Marvel zu unterhalten, über DC und natürlich über Star Wars. Ist ganz klar. Was wollte ich noch sagen? Ich finde es super, also ihr dürft mich ruhig ansprechen. Ich unterhalte mich unheimlich gern. Ich halte an, also auch den Mund, also ich spoiler jetzt nicht, ist klar. Ihr dürft aber über euren Star sprechen. Ihr dürft über euren Star sprechen, hier in dieser Lounge. Ihr habt das ja gesehen. Ihr seht jetzt halt ein bisschen was anderes. Ich möchte euch ja das da oben so zeigen. Ja? Wie gesagt, jeder, der mal hier ist, wird eingeklebt. Mir ist aufgefallen, dass einmal im Jahr ein Star-Sternchen oder andere doch vor laufender Kamera hier sitzen. Ja, ist halt. Die anderen habe ich jetzt hier nicht hingeklebt, die werde ich demnächst hinkleben. Die also auch hier waren. Zander, Wendler, okay, Wendler sitzt ja da, die Zander habe ich jetzt leider noch nicht hingeklebt. Da suche ich noch ein gutes Bild raus von ihr. Das ist die Nichte vom Frank Zander. Ihr kennt Frank Zander, den, ja, Musik. Hinter mir da oben, da hängt Roy and, nicht Roy and Rand. Muss mal gucken. Ah. Genau, Don and Ray, die beiden Supermusiker. Die haben nämlich neben mir hier an gewohnt. Da wohnt jetzt jemand anderes. Ist auch schon ein unheimlich netter Gast hier geworden. Ist aber leider kein Star und auch kein Sternchen. Ist halt normal. Aber hat Spaß gemacht, die jetzt hier als Nachbarn zu haben. So, da ich ja jetzt auch diesen Androiden habe, diese neuartigen Dollys, die jetzt wunderbar arbeiten und jetzt nach dieser NAB 2019 so richtig auf den Markt gekommen sind für wenig Geld, kann man da wunderbare Sachen machen. Ihr merkt schon, ich bin absolut begeistert davon. Muss nur richtig einsetzen, ich brauche noch gute Carbon. Ich hoffe, die halten dann dieses Gewicht aus. So, jetzt habe ich die Steady dran. Ich habe jetzt keine 4K dran, sondern die Steady. Das bedeutet, ich kann ruhig mit diesem Roboter den ferngesteuerten fahren lassen, auch auf Ebenen, die nicht geeignet sind für diese kleinen Räder. Aber er halt, soll ich erklären, durch diese Steady, die da angesetzt ist, wird jede Bewegung oder jede Unebenheit austandiert. Das bleibt dann halt immer so wie jetzt, sauber und so weiter. Man muss natürlich auch mit dem Ton arbeiten. Das ist 5.1, die ist eine gute Kamera, die halt fängt den Ton auch sehr gut ein. Dennoch, wenn man da mit ganz vielen Kabeln arbeitet, sieht das natürlich schon ein bisschen ganz anders aus. Da sollte man natürlich schon mit so einem Dolly und so, schauen wir mal. Also ich warte drauf, ich warte auf die 1,20 Meter Einheit, damit ich in 1,20 Meter super, wie gesagt, fahren kann. Ich kann natürlich auch ziemlich schnell machen, ne, dann rauscht das Teil ab,
dann fährt er richtig weg. Highspeed, in seinem Namen Highspeed, ist klar. Wie das nachher im wahren Film aussieht, weiß ich nicht, aber man kann damit wunderbar arbeiten. Weil man damit wunderbar arbeiten kann, macht es vielleicht auch Sinn, damit irgendwelche schönen Sachen zu machen. Ne? Ja. Jetzt warte ich, bis er andockt und jetzt bleibt er da stehen und ich wünsche euch einen tollen Abend. Ich bin Fan von dir, das Neue und About Me. Das heißt also, ein Fan, ihr könnt über einen Fan sprechen, wie vorhin mit Marvel, DC, okay. Wenn nicht noch ein Kunde im Raum gewesen wäre, der da am Arbeiten war, hätte ich sicherlich die Kamera scharf geschaltet und wir hätten sofort sprechen können. Ja? Das muss ich an den Jugendlichen da mal erwähnen hier, dass das nicht immer sofort geht. Wir können nicht sofort loslegen, wenn andere Kunden da sind. Heute waren einige Tänzer von GOP da, G-O-P, ne, GOP, hier aus Essen, die jetzt ein Engagement in Oberhausen haben werden, weil sie sich da beworben und die Bewerbung ist angenommen worden. Da mussten halt Bilder hingeschickt werden. Dann, was haben wir denn noch gehabt? Also heute waren die Franzosen, wie gesagt, da. Genau, die kamen nämlich frisch von der AIDA. Ich habe jetzt nicht nachgefragt, was da war an Programm. Könnte ich mal machen. Ich könnte mal höflich fragen, was für ein Programm die da hatten. Aber es sind Kunden und Kunden werden halt bedient. Ich bin ein Fan von dir, das sage ich dir. Ich bin ein Fan von dir. Und wen ich dann damit meine, ob das jetzt hier Prashant war, ob es Detlef Scholzen war, ob das Roy van Rens war aus den Niederlanden, der Wendler, Frank Montenbruck oder Dr. Det. Dr. Det in medizinischer Mission. Fand ich super, hat richtig Spaß gemacht. Ja, und dann hängen die dann hier und dann können wir darüber philosophieren und dein Star, dein Sternchen, vielleicht können wir den ja auch einladen, aber ja, in Hollywood, Leute, das ist ein bisschen teuer, da jetzt einen von Marvel, DC oder halt von Star Wars einzuladen, für ein paar Minuten mit diesem dann hier zu sprechen, das übersteigt doch den Bogen des Ganzen. Na, also hier die deutschen Stars und Sternchen sind recht herzlich willkommen. Ihr wisst ja Bescheid, an der A40, einmal, zweimal und dann seid ihr hier. So, ich sage jetzt Dankeschön. Ich parke den Herrn da mal Auto Range, aber was der da nachher aufnimmt, gefällt mir nicht. Also soll er mal in die andere Richtung fahren und da kann er von mir sparken, bis die große Schiene kommt und ich dann hier so richtig loslege. So an Onkel Prashant, ne, deine CD ist unterwegs, sollte morgen oder übermorgen in deinem Briefkasten sein. Viel Spaß, denn das machen wir ja auch, schneiden, nicht nur aufzeichnen, überspielen, nein, wir schneiden ja auch Szenen. Ich habe mich ja mehr als einmal vorgestellt, nochmal stelle ich mich nicht vor. Wie gesagt, der Monitor ist gerade aus, muss nicht immer sein, ihr seid dennoch total und recht herzlich eingeladen.